Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Walter Gropius, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, nur um einige zu nennen. Die großen Namen der Vergangenheit schwingen in Weimar noch immer mit. Nicht nur hier am Goetheplatz trifft und spürt man Kultur an jeder Ecke. Um uns herum sehen Sie im Westen das mondäne Hotel Russischer Hof. Schräg gegenüber steht der dicke Kasseturm, der früher Bestandteil der Weimarer Stadtbefestigung war. Der Goetheplatz ist heute ein verkehrstechnisch wichtiger Knotenpunkt in Weimar und gleichzeitig das Tor zur Altstadt. Zugänglichen Räumen zahlreiche originale Stücke und Möbel aus seinem Nachlass. Das im barocken Stil erbaute Haus ist ein wichtiges Zeugnis der Weimarer Klassik. Auch das frühere Wohnhaus von Friedrich Schiller in der heutigen Schillerstraße steht heute für Besucher offen. Gleich um die Ecke findet sich das Wittumspalais. Hier residierte bis 1807 Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Bei ihrem Einzug war sie bereits verwitwet, was den barocken Stadtpalais seinen Namen gab.